endlich ein neues Game zum Zocken. Servus Leute, mein Name ist Apfeldieb und heute mal ein anderes Video. Und während unser Guy hier schon mächtig am Fallen ist und wir ein Spiel suchen, möchte ich euch mal erklären, was wir spielen. Das Spiel heißt Fall Guys und ist praktisch ein Battle Royale, aber halt nicht so herkömmlich mit Waffen und den anderen abschießen, sondern halt hier geht es darum, gegen andere entweder in Teamwettkämpfen oder halt in Wettrennen, ja, als Erster über die Ziellinie zu kommen. Und das passiert in verschiedenen Runden, meistens 4 oder 5. Und am Anfang ist halt noch so, dass die ersten, keine Ahnung, 20, 30, 40 durchkommen und es wird halt von Runde zu Runde immer weniger. Hier haben wir jetzt zum Beispiel in der ersten Runde, klassisch wie es früher bei Takeshis Castle zum Beispiel war, verschiedene Wände, die durchbrochen werden müssen, aber ja, seht selbst. Es ist natürlich so bei denen, dass nicht jede Wand gleich zu durchbrechen ist, sondern manche sind einfach nur Wand, manche sind Türen. Deswegen muss man das immer erstmal ausprobieren. Ich habe den Vorteil, dass ich vorne bin, deswegen jede ich erstmal durch die erste Tür durch. Funktioniert ganz gut, Glück gehabt. Und dann ist es am besten eigentlich, sich ein bisschen zurückzuhalten und schauen, was die anderen machen. Vielleicht kommt schon jemand durch und einfach erstmal da hinterher rennen. Da kann einem erstmal nichts passieren. Keine Ahnung, warum es mich hier flippt. Okay, da geht's nicht lang. Hoffen wir mal, dass hier lang geht. Scheiße. Und jetzt kommt natürlich der ganze Pulk von hinten, aber haben wir nochmal Glück gehabt, dass mich keiner umgeschmissen hat. Okay, sie sind alle weg. Nein, die Mitte ist zu. Dann gehen wir mal hier lang. Okay. Glück gehabt, dass ich gut gelandet bin, nicht hingefallen bin. Hier ist offen. Sehr schön. Da sind wir doch vorne mit dabei. Nein, das war zu riskant. Es gibt immer nur eine Tür beim letzten. Jetzt werde ich natürlich komplett zerquetscht. Oh. Was war das für ein Sprung? Der hat mich natürlich jetzt schön gesaved. Und ja, grab mal nochmal jemanden, um den ein bisschen zu ärgern. Aber das sind wir durch. Also 39 kommt durch. Ich glaube von, keine Ahnung, 60, die immer starten. Das ist auf jeden Fall machbar. Dann schauen wir mal, was in Runde 2 passiert. Es sind dann 39 noch mit dabei. Das ist okay. Schauen wir mal. Ich habe schon ein bisschen reingezockt. Die Team-Matches sind manchmal ein bisschen kompliziert, weil manchmal sind es 3 Teams, manchmal 2 Teams, manchmal auch 4 Teams. Und je nachdem, was es für ein Spiel ist, kann es schon ziemlich nervig werden, sage ich mal, wenn nicht alle an einem Strang ziehen. Okay, Rollout ist okay. Ich habe es übrigens erstmal auf Englisch gelassen, das Spiel. Falls ihr das lieber auf Deutsch haben wollt, sagt es einfach in den Kommis. Ich habe es einfach noch so drin gelassen, weil meine Systemsprache halt Englisch ist. Und Rollout ist im Prinzip, dass ihr die Balance halten müsst auf dieser riesengroßen Walze. Ist aber nicht so einfach, wie es aussieht, weil ja immer mal auch Lücken mit dabei sind. Und am besten ist es immer von links nach rechts zu laufen und sich in den größeren Feldern aufzuhalten. Allerdings sehen die anderen das natürlich genauso und halten euch auch gerne mal fest. Das kann man natürlich auch zu seinem eigenen Vorteil nutzen. Mit R2 grabt man andere Leute, X ist springen und mit Viereck kann man nochmal so einen extra Dodge machen. Und das ging jetzt extrem schnell. Die Runde normalerweise dauert das länger. Aber das Spiel ist halt gerade erst rausgekommen und viele kennen es wahrscheinlich noch nicht. Ich habe es auch bloß in ein paar YouTube-Videos gesehen, wo es die Leute schon auf dem PC gespielt haben. Deswegen wusste ich ein bisschen, was ich machen muss. 23 haben sich qualifiziert. Und in der Runde jetzt ist es meistens so, dass es ein Team-Match gibt. Aber muss nicht unbedingt sein. Kann auch ein Wettrennen sein. X-Scramble. Okay, das ist ein Team-Match. Ich glaube mit 3 Teams. Blau, Rot und Gelb. Und man muss versuchen, in der Mitte erstmal verschiedene Eier zu grabben. Es gibt goldene Eier, die geben extra Punkte. Aber ja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Meine Taktik ist immer erstmal voll in die Eier rein zu jeden. Ganz wichtig. Und jeet. Dann grabt man sich, was man halt kann. Mit R2 hält man dann gedrückt und ich... Ja, das ging voll daneben. Normalerweise erhöht man sich so ein Ei, springt und dann lasse ich das immer los. Dann hoffe ich immer, dass das bei uns reinrollt. Das funktioniert immer ganz gut, weil wenn man erstmal da runter springt und dann das Ei fallen lässt, ist immer, dauert das zu lange. Yeet. Genau, so wird das gemacht. Dann wieder in die Mitte. Ups, das war der Teammate, den ich gegrabt habe. Wollte ich natürlich nicht. Eier verloren. Also R2 gedrückt halten, nicht vergessen. Ja, das rollt rein. So muss das sein. Okay, jetzt sind keine Eier mehr da. Jetzt schauen wir mal auf die Punkte. Wir haben... Oh, wir sind weit in Führung. Das heißt, jetzt zählt es den anderen ein bisschen zu nerven. Die anderen Teams. Einfach bei denen rübergehen. Die versuchen natürlich, die goldenen Eier hier zu behalten. Weil das natürlich die wichtigsten sind. Ich versuche die jetzt einfach ein bisschen zu nerven. Wir haben so viel Vorsprung. Die Minute kriegen wir jetzt auf jeden Fall noch rum. Schön, das rollt raus, das Ei. Perfekt.
Nein, er hat sich wieder geholt. Ich bin voll daneben gesprungen. Au, Hammer. Und wieder rein. Yeet. Oh, hängen geblieben an der Kante. Das passiert manchmal so ein bisschen random irgendwie, dass man so nach vorne oder rechts oder links überkippt, einfach so. Auch wenn andere auf einen drauf springen. Ich habe jetzt versucht, mich an der Wand hochzuziehen. Das ging natürlich überhaupt nicht. Weil ich ja das Ei in den Händen habe. Ja, ist ein bisschen chaotisch. Habt ihr das gesehen, wie das eine Ei gerade weggeflogen ist? Keine Ahnung, wo das hin ist. Schubst mal die anderen einfach noch ein bisschen rum. Das Rode-Team ist ganz schön am Struggle. Deswegen können wir den ja dann auch nochmal einen Besuch abstatten. Das sind eh nur noch 10 Sekunden. Nerven wir die nochmal noch ein bisschen. Oh, die haben aufgeholt. Jetzt ist gelb am Ausscheiden. Jetzt wieder rot, jetzt wieder gelb. Oh, jetzt haben sie dem wahrscheinlich das goldene Ei weggenommen. Jetzt haben sie auf einmal 5 Punkte weniger. Ja, RIP. So ist das. Ja, das ist halt immer bei den Team-Matches ein bisschen schwierig. Wir hatten jetzt Glück, dass wir am Anfang alle Eier bei uns gehortet haben, irgendwie 25 Punkte hatten. Und dann braucht man die anderen eigentlich bloß noch zu nerven. Naja, wie viele sind es denn jetzt noch? 16. Könnte schon die letzte Runde sein. Wenn aber jetzt 16 in der letzten Runde sind, dann wird es schwierig. Weil das normalerweise im Finale 10 oder weniger sind. Aber 16, okay, das ist schon das Finale. Das wird jetzt ein absolutes Massaker. Also man muss im Prinzip bei dem Finale muss man da versuchen, als Erster an der Krone oben zu sein. Im Prinzip diesen Parcours hier zu meistern. Und ja, es ist halt meiner Meinung nach ziemlich random. Aber wir probieren noch unser Glück. Okay, wir sind ganz vorn. Das ist schon mal ganz gut. Wieso ist denn hier eine Kante? Ich habe es halt noch nie gespielt, habe es bis jetzt bloß einmal gesehen auf YouTube. Oh, na prima. Sind wir schon mal hinten dran, aber bis jetzt läuft es ganz gut. Die Türen spielen mit. Kurz geblockt wurden. Oh, das war jetzt Glück. Ah, oh, und dann voll in die Esse. Scheiße. Jetzt wird es natürlich knapp. Yeet, voll ins Gesicht. Das war's, RIP. Die kommen aber auch mit einem Tempo, dass du nicht mehr viel machen kannst. So. Hier gehe ich mal ganz rechts, weil da ist eine kleine Lücke. Bei den Matratzen muss man springen, das wusste ich auch noch nicht. Und oben grabt sich schon jemand. Naja, okay, das war die erste volle Runde, die ich mal bis zum Ende durchgestanden habe. Gruß an Beast Dan oder Beast Dean, hat er gut gemacht. Oh, warte mal, da fällt mir ein. Ich könnte ja eigentlich, ich bin ja YouTuber. Tue ich einfach meinen Namen drüber, sieht aus, als hätte ich gewonnen. Sehr schön. Yo, das war das erste Video zu Fall Guys. Wenn euch das Spiel gefallen hat, sagt es mir in den Comments, dann mache ich mehr Videos dazu. Es ist auch Free-to-Play übrigens auf PS Plus. Und ja, holt's euch, kann ich nur empfehlen. Macht absolut Laune. Ist ein sehr kurzweiliges Spiel und ja, viel Spaß beim Zocken.